Flamara geht direkt relativ gut baden, das ist gut. Für Ramaidon. Und Galopp hinterher noch. Hypnose? Du kannst Hypnose? What the fuck? Das habe ich jetzt... Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er jetzt, dass er mit sowas kann. Also das war jetzt unerwartet das Ding. Jawohl. Und damit könnte das Galopp also schon weg sein. Ja, ist es. Level 80 für Galoppa. Und Magbrand. Jetzt muss ein bisschen Glück dabei sein. Ein bisschen Kies hin. Übertreib halt. Halt. Jetzt doch Ablatib und hinter und gewinnen. Danke, Meditales, sehr geil. Damit ist Ignaz ein bisschen mit Problemen, aber wir haben ihn geschafft. Level 77 für Rexblizar noch hinterher. So, dann fehlt jetzt noch einer. Wir haben jetzt 20 Minuten knapp rum. So, gut. Dann haben wir den auch besiegt. Alles klar, sehr geil. Keine Sorge, ich krieg dich noch. Süßes sind hier. So, dann haben wir die auch weg. So. Los hier. So, Partyboss. Natürlich, klar. Du wirst jetzt auf die Lichtschild gehen, aber das war mir klar, dass du gegen Spezialattacken, aber ich hoffe, dass du die Lichtkanone nicht wegsteckst. Natürlich steckt sie weg. Ernsthaft? Jetzt sag du Mistvieh. Ach, geh mir nicht auf. Ah, ja, ernsthaft. Naja, aber
wird sich, jetzt wird es auch den Top Genesung bringen und dann ist er eh sein Sack. Kannst du ihn jetzt machen. Und dann war's das. So, du mir groß Ärger machen kannst, nehme ich dich mit. Tschüss, Pantymos. Drecksvieh, ey. Bronzer. Na, welch eine Überraschung. Oh ja, sehr geil. Ich glaube, ein Volltreffer war es. Ja. Weil sonst wäre nämlich die Attacke wäre es wahrscheinlich nicht gereicht. Sonst hätte das Vieh hätte wahrscheinlich das Ding nicht gereicht, weil sich die ganzen Reflektor und so, ich glaube, die könnte jetzt aber fallen. Bis jetzt eigentlich, müsste aber jetzt fallen. Oh nein. Na gut. Bei das Spielchen weiter. Könnte jetzt langsam irgendwann mal auch die scheiß Reflektoren fallen. Die scheiß Dings fallen. Das war mir fast klar, deswegen spiele ich das anders. Na klar. Kann ein Reflektor mal Lichtschild auch fallen? Ach nein, ernsthaft? Du kannst die Scheiße auch? Okay. Okay. Du hast auf jeden Fall irgendwas, was ich gerade ein bisschen, wo ich ein bisschen zum Nachdenken komme. Nicht lange, aber ich hab's zumindest hat's mich geärgert. So, jetzt könnte im Reflektor mal langsam fallen. Ich habe ja dann erst nur Kram schon verloren. Simsala. Das ärgert mich jetzt gerade, dass dieses Viech noch so scheiß den Lichtschild hochballern konnte. Du spielst das diesmal ein bisschen offensiver als eben. Ich hatte nämlich eben jetzt. Er hat mich Rengeschmied eingesetzt und jetzt sitzt da. Okay. Galagladi. Spielen ein bisschen anders. Das Galagladi hätte ich gerne gehabt, schon mit Italien, muss ich sagen. Ich mag Galagladi, das finde ich cool. Ich hoffe diesmal, dass... Ja, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Du hast mit deinem Fisch nicht durchkommen? Also was heißt schon? Du tust mir gerade extrem weh, ja. Aber gut, ist die. Ich weiß auch warum. Wie ein scheiß Lichtschild. Sonst würde das deutlich mehr abziehen.
Dankeschön. Ja, Volltreffer, klar. Ist der Reflektor nicht eigentlich auch mittlerweile schon irgendwann weg? Schattenstoß. So, jetzt überlebt noch eine Attacke, dann ist das Thema durch. Nee, schade. Du kriegst noch einen fucking Volltreffer hinterher, Alter. Hauptsache richtig wehtut. Na gut, okay. Sauber, Dankeschön. Ja, deine nächste Nahkampf verfällt auch. Gott sei Dank, weg ist er. Und tschüss. Gala Gladi. Ich hätte ich gerne gehabt. Oh ja, Kampf verfällt wieder volle KP und damit ist das Thema gegessen. Kampf auf 80, Ramaldo Level 91. Und damit ist der Lucian auch besiegt. Oh, diese kleine Umstellung hat ein bisschen geholfen. Er hat es ein bisschen anders gespielt, als ich jetzt erwartet hatte, aber nur gut. Gute halbe Stunde mal gebraucht für die Top 4 jetzt, inklusive der ganzen Vorbereitung. Aber ich bin zufrieden. Diesmal habe ich ein bisschen mehr am Beleber, nämlich nur noch 15. Und jetzt hoffe ich, dass ich mit ein bisschen Dusel die gute Cynthia besiegen kann. So, ich muss gerade nur gucken. So. Gut. Wir machen es jetzt ein bisschen anders, als es eben. Also wir spielen es jetzt genauso. Ich spiele weiter mit Ramaidon vorne drin als Zugpferd. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon und Strahlender Diamant. Und dann geht's hoffentlich in den finalen Kampf hier bei Let's Play. Ja, bei Pokémon Strahlender Diamant. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir sind wieder da. Los geht's. Bei Pokémon Strahlender Diamant und dem großen Finale gegen die gute Cynthia. Wir wollen sie ja noch besiegen. Wie gesagt, alles andere mache ich mal in der Spezialfolge. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir sie packen. Na, du bist ja auch schon wieder da. Willst du schon wieder verlieren? Ich war ja bei meiner Großmutter, ne? Und du musst sie wirklich beeindruckt haben. Sie hat regelrecht von dir geschwärmt. Sicher sich von Trainer wichtig, Kämpfe zu bestreiten und den Sieg vor Augen zu haben. Doch erst wenn es einem gelingt, den Menschen und Pokémon sich um froh zu machen, kann man sich einen guten Trainer nennen. Genau deshalb könnte ich nicht glücklicher sein, dass ausgerechnet du mich herausforderst. Ich habe deine Herausforderung an, werde mich voll in ganzen Zeug legen. Jo, sind ja zum 10. der stärkste Trainer im ganzen Spiel. Meiner Meinung nach auch zu Recht. Also wie gesagt, sie ist zu Recht, bin sich Champ. Also da habe ich schon einige Schwächere erlebt. Aber guck mal. Ich fange mit Taumsteine. Das wird natürlich klar sein, dass ich da, das ist der simpelste Weg, einfach am Anfang um Ärger zu machen. So, dein Hagel noch hinterher. Na, fast. Du wirst wahrscheinlich jetzt wechseln. Du wirst wahrscheinlich jetzt auf Lucario wechseln. Oder sagst du, du bleibst drauf. Auf jeden Fall geht es erstmal auch auf. Kripok, und Kripok ist weg. Kripok geht schon, ist schon raus. Wow, das hat eben nämlich nicht funktioniert so. Roserade, gut, das war mir klar. Wenn Roserade, dann kommt nämlich danach Milotic. Das wäre mir klar gewesen. Aber Milotic habe ich auch noch eine Alternative. Also ich hoffe, dass ich es hinkriege. Irgendwie. Jetzt drauf kommen.
Ja, ohne große Probleme, das diese große Rade rauszunehmen. Ohne dass sie mit der scheiß Matschbombe und dann zu ihrem Zauberschein weggeht. So, nächste Pokémon. Milotic. Das war mir fast klar, dass der Weg geht jetzt. Dann gehe ich drauf. Milotic, gehe ich mit Rex Blizzard. Die Tarnsteine, die helfen mir. Aber sie hat da noch Lucario, sie hat noch Togekiss und sie wird noch ihr Drachen-Pokémon haben. Klingklaue, sehr geil. Warum jetzt? Nimm's mit. Direkt im Volltreffer. Nicht ganz. Spezialverteidigung weg. Aber wie gesagt, der Eisstrahl wird nicht. Ist normal effektiv. Dementsprechend wird es nicht viel weh, nicht wehtun. Milotic zurückgerufen, ja. Okay, der Milotic ist schon weg. Damit müsstest du Lucario, war mir klar. So, Militarlet. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich eine Kampfattacke einsetzen. Du gehst auf Auras, wäre klar. Die Frage ist, was willst du jetzt versuchen? Lichtkanone, Stahlattacke gegen Kampf-Pokémon, ja. Und jetzt muss hoffen, dass die. Ja, gut. Und tschüss, Lucario. Junge. Damit sind schon mal ein paar nervige Pokémon von ihrer Geschichte. Aber das Togekiss kommt noch, ein Knackrack wird noch kommen. Da bin ich mir fast sicher. Milotic ist die Geschichte, ist fast down. Kriege ich sie jetzt tatsächlich diesmal hingebogen? Togekiss, das ist klar. Aber diesmal habe ich was gegen dich. Diesmal habe ich irgendwas gegen dich. Ich hoffe, dass du mit deiner Aurasphäre nicht durchkommst. Oder ich zumindest anfangen darf. Ja, diesmal trifft sie nämlich nicht so, wie sie das gerne hätte. Oh, fast! Missvieh, Alter. Ich hätte ich so gerne noch mitgenommen mit der Lichtkanone. Das war mir klar. Und tschüss. Volltreffer. Sehr geil. Dankeschön, Empoleon. Nimmst du erstmal das Drecksvieh da mit. 81 für Galoppa. Wir haben jetzt fast Level 80 alle. Und jetzt kommt Milotic. Gut, Milotic ist, was wird Milotic jetzt groß ausrichten können gegen mich? Das wird nicht viel passieren. Das Viech brennt und ich gehe jetzt auf. Und jetzt hoffe ich, dass ich vielleicht ein bisschen Glück habe. Der Hagelalarm. Damit könnte das Ende für Milotic sein. Milotic setzt zwar nochmal auf Genesung setzt. Also wird auf Zeit spielen. Aber auch nur das. Und jetzt war's das. Milotic ist weg, wenn sie jetzt sich. Na gut, okay. Okay. Zu früh gefreut. Ich hoffe es einfach nur. Sie hat danach nur noch ein Pokémon und ich habe alle sechs noch.
Bibliothek wird von Hagelkörnern getroffen und brennt jetzt ebenfalls nochmal hinterher. Und jetzt muss ich hoffen, dass ich ein bisschen Glück habe. So, vielleicht reicht es jetzt aber auch nicht mehr. Fast. Aber die... Du bist Vieh. Okay. Aber zumindest gewinnt Ex-Blizzard nochmal was. Bibliothek ist weg. Ohne groß... Ja, es hat ein bisschen Ärger gemacht. Okay. So, vielleicht haben wir jetzt mal ein wenig Dusel und kriegen es weg. Also wenn mein Pokémon jetzt durchhält, egal was ihr jetzt probiert. Wenn mein Rexblizzard jetzt durchhält und ich komme in meiner Attacke durch. Das wäre es fast gewesen. Probier es jetzt nochmal mit Lawine. Ich, liebes kleines Impoleon. Irgendwas probieren. Irgendwie durchhalten. Ja! Reicht es? Reicht es, um Cynthia zu bepacken im Versuch, in diesem Fall. Oh nein. Oh nein. Du kleines Drecksmistvieh, Alter. Mit deiner Drecksbeere, Alter, gewinnst du diesen Kampf. Och, bist du ein Asi. Bist du ein kleiner Drecksasi. Oh, ist das ekelhaft, ey. Da hatte ich das Ding mit so einer Beere rettet sich. Da rettet sich die sind ja noch. So, es bleibt noch drin. Aber es ist noch nicht alles noch nicht verloren. Noch nicht gewonnen, das Ding. Vielleicht habe ich jetzt Glück. Fliegen, komm. Und jetzt tut's du ihm richtig weh. Und wir haben es. Es ist mir scheißegal, dass die rau aus. Egal, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir sind der neue Champ. Wir sind quasi wieder der neue Champ. Wir sind durch. Wow. Bravo, das war wieder ein überragender Kampf. Ich bin überglücklich, dass ich durch diesen Kampf erkennen durfte, was sich antreibt. Deine Liebe zu den Pokémon sowie die Bande zwischen euch und dein Geschick als Trainer. Du bist wahrhaftig ein fabelhafter Trainer und mehr als würdig, die Ruhmeshalle erneut zu betreten. Nimm den Aufzug. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, wie gesagt, die Legis, die müssen wir nochmal offscreen. Müssen wir also, ich muss mich offscreen vorbereiten und. Die gehen wir dann auf jeden Fall mal in der Spezialfolge an. Jetzt nicht direkt auf Anhieb, sondern wir machen sie ganz, ganz in Ruhe. Sondern, und ja, das war's mit Pokémon. Zumindest für die nächste, für vorerst. Aber vorher möchte Lise dir noch was loswerden. Da haben die vor uns liegt, ist die Ruhmeshalle. Aber die kennst du ja mittlerweile. Schon wieder? Okay, dann ist der Kampf vorzüglich. Oh nein, sie sind schon wieder hier. Natürlich. Ein Kind, dem ich ein Poker dies anvertraut hatte, kommt so weit, da ist es selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhmes werden möchte. Ich wollte dich nicht mehr Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kinder für ihre Forschung aufbringen, nicht wahr? Hier entlang. Professor Eimer, Sie können auch mitkommen. Auch wenn Sie mir ziemlich auf den Sack gehen gerade. Egal, wie oft ich herkomme, dieser Raum erfüllt mich jedes Mal mit Ehrfurcht. Ehrfurcht ist nur eine allzu natürliche Reaktion der Ehrfurcht ist nur eine... Entschuldigung, Frosch am Hals. Ehrfurcht ist nur eine allzu natürliche Reaktion, Herr Professor. Dieser Raum steht für Hoffnung und Träume aller Trainer und ihrer Pokémon. So, willkommen erneut in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerung an eure bisherigen Abenteuer. Du und deine Pokémon haben die harten Kämpfe der Pokémon-Liga gemeistert. Diese Maschine wird eure Errungenschaft für alle Zeit festhalten. Wir haben es geschafft. Mit ein bisschen Dusel dabei, aber wir haben es geschafft.
Und erstmal Dankeschön an mein komplettes Team. Willkommen erneut in der Ruhmeshalle mit Ramaldon Level 91. Emporion Level 79. Rex Blizzard Level 78. Mein Entscheider Kramchef Level 80. Meditalis Level 80. Du hast es richtig gut gemacht in einigen Kämpfen. Galoppa ebenfalls Level 81. Wir haben es dann nach so langer Zeit endlich geschafft. Es sind, glaube ich, knapp über 80 Folgen. Ja, ich weiß, dass man Batterieleistung nachlässt, ist mir aber auch gerade egal. 32 Stunden, also 33 Stunden Let's Play haben wir jetzt hinter uns. Klar, wir mussten mehrmals die Siegestraße neu angehen, beziehungsweise nicht die Siegestraße, die Top 4 neu angehen, aber wir haben es dann doch nach ganz langer Dings haben wir es dann hingekriegt, sie zu packen. Und ich freue mich so sehr, dass ihr mitgegangen seid, diesen Weg hier bis zum Ende. Das war es erstmal mit Pokémon. Ich weiß noch nicht, wie schnell ich weit jetzt mit dem Aufnehmen dran komme. Das nächste, was dann passiert, ist Mario Kart 8 mit allen Strecken inklusive dem Streckenpass. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann könnte es tatsächlich irgendwann passieren, dass ja schon das neue Pokémon Karmesin, glaube ich, heißt es. Und ich weiß gar nicht, wie die andere Edition heißt. Purpur, glaube ich. Würde mich von der Farbe nicht passen. Und da geht es dann irgendwann mal mit weiter. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns vielleicht nochmal im Pokémon Strahlender Diamant weitersehen. Wenn es dann noch an die Legis geht. Wie gesagt, ich muss ein bisschen offscreen diese Enigma-Fragmente sammeln und dann kann ich hoffentlich sagen, also es sind einige legendäre Pokémon, die zu finden sind und ich hoffe, dass wir so irgendwann mal bekommen, aber wenn nicht, dann ist es halt einfach.